Hier sehen Sie nochmal das Team, was ich gerade vorgestellt hatte. Dahinter stecken natürlich noch ein paar Mitarbeiter im Büro, die vielleicht jetzt gerade zuschauen. In den verschiedenen Büros will ich jetzt aber uns nicht allzu lange mit aufhalten. Also das große Thema war und ist Berlin 2070, also die große Frage nach der Perspektive. Dieses Team hat sehr intensiv zusammengearbeitet, vor allen Dingen auch in der zweiten, logischerweise in der zweiten Phase, wo es wirklich um die Ausführungen dann in den Vertiefungsgebieten ging. Wir haben mehrere Workshops zusammen durchgeführt. Das war also nicht so eine Top-Down-Operation, sondern sehr synchron, soweit es irgendwie auch zu Corona-Bedingungen möglich war im Rahmen der körperlichen Präsenz. Ansonsten haben wir es dann später mit den entsprechenden Systemen gemacht. Und von daher, denke ich, haben wir eine gute Konstellation als Team. Wenn wir heute über Berlin und Brandenburg und das Wachsen nachdenken, wir haben ja den Titel gewählt, zusammen Wachsen, Landschaft, Stadt. Das ist ein kleiner Zungenbrecher, aber den versteht man, wenn man ihn sich vielleicht vorliest. Dann ist ein zukünftiges Gesamtkonzept für die Metropolenregion Berlin-Brandenburg notwendigerweise abhängig von einem gemeinsamen politischen Prozess, aber vor allen Dingen auch von einer gemeinsamen, gesamthaften, städtebaulich-landschaftsplanerischen Idee. Unsere Idee basiert auf der Geschichte und auf den existierenden Potenzialen und Charakteristika der Berlin-Brandenburgischen Stadt- und Kulturlandschaft. Vorbild für diesen Prozess des gemeinsamen Wachstums stellt die Entstehungsgeschichte Groß-Berlins bereits dar. Auch hier wurden 1908 bis 1910 durch einen Ideenwettbewerb wesentliche Gedanken und städtebauliche Konzepte entwickelt und so in die öffentliche Debatte eingebracht. Sie sehen jetzt hier nur einmal ganz schnell, ohne da weiter darauf einzugehen, aber damit man so ein bisschen Geschmack kriegt für den Maßstab, den ersten Preis von Hermann Jansen. Es gibt noch einen weiteren ersten Preis, den sehen Sie gleich. Die Arbeit war im Wesentlichen dann im maximalen Maßstab im 1 zu 100.000. Man ahnt hier auch ein bisschen den Hundekopf, sieht man jedenfalls in den Stadtkern. Man sieht natürlich immer den Wannsee, um sich nur zu orientieren. Das war der Grünplan von Jansen. Das ist der Grundplan von Gensmer, der zweite erste Preis, mit dem gleichen Perimeter. Also dieser große Plan 1 zu 60.000 wurde dann auch in den Gebieten weiterentwickelt. Also jetzt irgendein Nebengeräusch höre ich gerade. Berlin-Brandenburger Städte wachsen nach innen. Das ist ein, wir reden jetzt natürlich über unseren schönen Wettbewerb Unvollendete Metropole. Hier nochmal das Bild zur Ausgangssituation und zum Hauptplan. Berliner und Brandenburger Städte oder Berlin und die Brandenburger Städte wachsen nach innen. Das ist eine der ersten Thesen, bevor wir dann über die Ausstrahlung und das Wachstum nach außen sprechen. In Berlin wie auch in Berlin gibt es große Potenziale für das Innenwachstum, für Verdichtung und räumliche Optimierung von Baulücken über Brachen bis zur Transformation der Infrastruktur. Zugleich muss der heute grüne Charakter der Stadt dabei gewahrt bleiben. Dieser verkörpert ein einmaliges Erbe der Stadtentwicklung und wird zukünftig verstärkt für den klimatischen Ausgleich verantwortlich sein. Die Brandenburger Städte besitzen ebenso erhebliches Potenzial zum Wachstum innerhalb ihrer Grenzen. Dieses Innenwachstum, wie wir es genannt haben, kann die speziellen Charaktere der Brandenburger Stadttypen bewahren, verstärken und zugleich die einzigartige in der Gesamtkonzeption wiederum, darum dieses Bild auch hier, die einzigartige Konzeption des Siedlungssterns Berlin weiterentwickeln. Wir reden ein bisschen über die Mobilitätsfrage. Zukünftige Mobilität wird nach unserer Auffassung durch Schienenverkehr geschaffen. Auf verschiedenen Diagrammen sehen Sie jetzt verschiedene Aspekte, die kann man dann im Detail studieren. Wir können jetzt nicht jeden durchgehen. Vor dem Hintergrund der Klima- und Energiewende stellt der Ausbau des Straßen- und Autobahnnetzes keine befriedigende Lösung mehr dar. Darum ist die jetzt auch hier nicht wesentlich dargestellt. Dagegen eröffnen die Schienenverkehre eine nachhaltigere Perspektive, die durch die digitale Wende vorangetrieben werden kann. Konsequent wird sich das zukünftige Stadtwachstum an den alten und neuen Bahnlinien orientieren. Wachstum folgt somit den Radialen und verbindet damit auch die Städte. Die urbanen Erweiterungsgebiete folgen den sternförmigen Bahnradialen zwischen den geschützten Landschafts- und Kulturräumen. Sie verbinden so die zerstreuten Siedlungsansätze zu kompakteren Stadtstrukturen. Damit werden Flächen für die Ansiedlung von ca. 1 Million neuer Einwohner in diesem Kontext gewonnen, ohne die Charaktere der Stadtstrukturen radikal zu verändern. Das ist eine wichtige Prämisse. All dies im Einklang mit den großzügigen Landschaftsräumen.
Das hatten Sie noch in dem Plan vorher auch gesehen, die grünen Zonen, die in die Stadt reingehen, synchron zu den, komplementär zu den Wachstumsphasen. Entschuldigung. Der dritte Ring. Was ist denn die Folie jetzt hier? Jetzt wieder eine Folie durcheinander gekommen, sorry, nicht ganz. Der dritte Ring, den Sie hier sehen, verbindet die Radialen, den Hundekopf und den zweiten Ring. Ergänzen wir also durch einen neuen dritten Ring, um die Verbindung zwischen den Städten, Sie sehen den hier, zwischen den Städten im Umland Berlins zu beschleunigen und so Umwege durch Berlin zu vermeiden. Wegen der Dichte und Nähe vieler Städte im Norden und Osten und Süden vernetzt der dritte Ring diese Orte und verbindet sich wesentlich von verbindet sich westlich von Potsdam mit dem zweiten Ring. Das ist diese Stelle, wo er nicht als neuer weiter Ring funktioniert, sondern eigentlich den zweiten Ring zusammenschließt. Dieser Kurzschluss optimiert die innere Dynamik der beiden Ringe. Im Ergebnis wird der Hundekopf, den wir ja inzwischen kennen, zum geometrischen Zentrum des Berliner Ringmodells, was er natürlich auch in Bezug auf den inneren Stadtkern sinnvollerweise macht. Durch den dritten Ring wird die Mobilität im Berliner Umland wesentlich erhöht und die Abhängigkeit der Städte von Berlin reduziert. Der dritte Ring wird in Phasen realisierbar sein. Hierfür bietet sich der Start im Nordostraum an, also etwa hier. Da hier die größte Wertschöpfung durch entsprechende ökonomische Grundbedingungen erwartet wird, synchronisiert mit dem Wachstum der brandenburgischen Zentren natürlich, die ich anfangs erwähnt hatte. Durch Anbindung an die Radialen wird schon bei einer phasenweisen Realisierung die angestrebte Netzoptimierung wirksam. Städtische Zentren an den Kreuzungen der Ringe und Radialen, die sehen Sie hier nochmal. Wie bereits am Hundekopf entstehen an den Kreuzungen von Radialen und Ringen urbane Zentren aus gewerblichen Nutzungen, sozialen Infrastrukturen und Wohnungen, die von der optimalen Mobilität profitieren. Entlang des dritten Rings verstärken sich für die Wachstumszentren Brandenburgs die Möglichkeiten, sich unabhängig von Berlin zu entwickeln und miteinander zu verbinden. Das ist ja die Grundprämisse, dass man nicht immer alles über Berlin oder nach Berlin rein verbinden muss. Das untere Bild zeigt eine topografisch etwas überhöhte Darstellung, wie der Ring sich körperlich darstellt, zur Schonung der Kulturlandschaft, Landwirtschaft und Tierwelt wird der dritte Ring als Hochbahn konzipiert. Damit werden auch Kreuzungen mit Straßen, Autobahnen und Flüssen vereinfacht. Eine leichte Bautechnologie befördert das harmonische Verhältnis zur Natur und zur Landwirtschaft. Sie erhöht die erhöhte Sicht aus dem Zug, das jetzt fehlt hier gerade, schenkt dem Reisenden ein Landschaftserlebnis. Die Bahnhöfe in den Städten werden entsprechend natürlich zu attraktiven Orten entwickelt. Landschaft, das große Thema, was ja sozusagen die komplementäre Figur ja immer darstellt, kommt in die Stadt oder in die Städte. Von den Wäldern, Seen und Agrarflächen geprägte Landschaft außerhalb Berlins stellt ein einzigartiges Zukunftspotenzial für die klimatische und ökologische Regeneration der Region dar. Den räumlichen Zusammenhang dieser Flächen zu stärken und deren Einbindung in den wachsenden und sich verdichtenden Stadtkörper zu verbessern, stellt ein wesentliches Motiv mit entsprechender Infrastruktur und subtilen Wegeführung für den Aufenthalt im Freien dar. Kulturlandschaften verstärken die Wahrnehmung und das Verständnis der Region als Einheit und befördern in der Bevölkerung auch die Identifikation mit der Landschaft, also auch der städtischen Bevölkerung vor allem. So wird auch das gegenseitige Verständnis von Stadt und Landbewohnern wachsen, was wir ja heute auch zum Teil als etwas gespannt erleben. Die radialen Wachstumsstränge ergänzen sich entlang der Schienen mit den Zusammen, das kann man eigentlich ganz gut an diesem Schema noch nachvollziehen, die radialen Wachstumsstränge ergänzen sich entlang der Schienen mit den zusammengefügten Räumen der Kulturlandschaft. Die verstärken den Berliner Siedlungsstern, den wir eben gesehen haben, zu einem komplementären Gefüge sich ergänzender Qualitäten, also Stadt, Kulturlandschaft und Agrarlandschaft. Hier sehen wir noch die drei Aggregatzustände, wenn man so will, also hier die Tierhaltung in der Natur, in den Wiesen oder auch die Agrarwirtschaft, die klassische oder die reine, in Anführungszeichen, Natur, die natürlich auch gestaltet ist. Den muss ich überspringen. Der zweite wesentliche Teil des Projektes ist ja dann der Versuch, die Gedanklichkeit des großen Plans auf drei verschiedene Standorte runterzubrechen. Wir haben
diese drei Standorte hier mal markiert. Sie sehen unten links Tempelhof Südkreuz, Sie sehen Bernau und Schwedt. Das werden wir in den nächsten paar Minuten noch weiter erklären. Für die Konkretisierung der Gesamtplanung haben wir diese drei Orte ausgewählt, die jeweils mit den Themen Mobilität, Stadtgeschichte, Wachstum und Landschaftsraum umzugehen haben. Zwei der Orte, nämlich Tempelhof Süd und Bernau, befinden sich an den Kreuzungen von Radialen und Ringen. Das sieht man gleich in Tempelhof noch besser. Hier sieht man es heute schon bei dem Bernau-Bild. Am Beispiel dieser Orte, Kreuzung der Radialen, der dritte Ort ist entlang einer Radialen gelegen, nämlich dieser hier. Am Beispiel dieser Orte zeigen wir die Besonderheiten der Region Berlin-Brandenburg, städtische Charaktere mit widersprüchlichen Geschichten, mit Industrie und Gewerbe, mit Naturgebieten, vielfältiger Art, mit guter Bahnvernetzung und Potenzialen zum Wachstum. Wir gehen nun aufwärts auf diese drei Gebiete ein. Tempelhof Südkreuz hatte ich schon angedeutet. Der Ort war auch historisch ein exzeptioneller Ort. Sie sehen hier den Zustand von etwa 1907, also gar nicht so lange her. Nicht bebaut und geprägt durch Bahnen, Wiesen, Kasernen und Übungsgelände. Heute stellen die benachbarten Kreuzungen von ersten Ring- und Bahnradiale, also das Südkreuz im linken Teil, sowie die B96 U-Bahn und Autobahnring Tempelhof ein einzigartiges Potenzial für eine städtebauliche Entwicklung dar. Zusätzlich bedeutet natürlich, das wissen wir alle, dass Tempelhofer Feld als Erholungsraum und Kaltluftentstehungsgebiet spielt dieses Gebiet natürlich eine ganz wesentliche Rolle für den Berliner Lufthaushalt. Hier sehen wir schon eigentlich sehr komprimiert das Projekt als solches mit den Entwurfsansätzen, die Sie hier, glaube ich, relativ einfach in Gelb erkennen. Wegen der optimierten überregionalen Erschließung bietet sich der Tempelhofer Damm, nämlich diese Nord-Süd, also die B96, für neue große Kulturprojekte in Berlin-Brandenburg an. Das ist hier dieses große, sehr große Gebäude, das für eine neue Landesbibliothek und Hochschul- und Wissenschaftsstandorte in Ergänzung zum Ex-Flughafen steht. Die Flächen entlang der Bahn werden für gemischt genutzte Quartiere gewonnen. Das kann man hier gut erkennen. Die Kreuzung B96U U-Bahn, die ich gerade schon beschrieben hatte, bietet einen idealen Ort für ein regionales Zentrum mit drei markanten Hochhäusern, die hierzu also quasi wie ein Stadttor funktionieren. Die Bahntrasse wird von einer Fahrradstrecke begleitet, die eine schnelle Verbindung natürlich zwischen Bahnhof und Flugfeld schafft. In der Summe wird Tempelhof Südkreuz aus einer stadträumlichen Randlage oder Isolation befreit und eine wichtige Aufgabe im Berliner Stadtgefüge, eine wichtigere als, muss man eigentlich sagen, weil sie ist ja heute schon sehr wichtig durch die Kreuzungslage, aber vor allem die Verbindung auch der großen Räume und der großen Quartiere ist natürlich ein wichtiger Teil. Albers, darf ich Sie ganz kurz darauf hinweisen, dass Sie eigentlich in den nächsten Minuten gerne enden können. Vielleicht haben Sie noch einen wichtigen Teil, den Sie zeigen wollen und dann Vielleicht ohne Text gehe ich vielleicht auf die zweiten beiden. Bernau bei Berlin ist der zweite wichtige Punkt. Sie sehen hier ganz schnell die historische Situation mit dem Stadtkern in der Mitte und Stadterweiterung vor allen Dingen, aber die Bahnlinie und im Weiteren die Geschichte dieses Ortes. Die Stadtanlage ist ja noch im Wesentlichen erhalten, wurde aber in den 70er Jahren attackiert, wie man so sagen könnte, nämlich durch eine Art Plattenbauersatz, der versucht hat, im Rahmen dieses Kontextes mit dem Mittel umzugehen. Wir haben hier nochmal Bernau im Großen, hier ist die Bahn nochmal, hier sind zwei Heeresbekleidungsämter, Produktionsstätten des Heeres, also quasi Preußens, die wir als zum Anlass genommen haben für diese Neuentwicklung und Weiterentwicklung. Also ein Bahnhofsquartier mit dem dritten Ring verbunden, ein Quartier neben der Altstadt, die Neubauten entlang der oder im Zusammenhang mit den bestehenden Anlagen. Und ich gehe auf das ganz wichtige Thema noch schnell ein. Schwedt an der Oder war eine Entdeckung, muss man wirklich sagen, weil Schwedt an der Oder zeigt drei verschiedene synchrone Stadtmodelle. Die historische Stadtanlage mit Befestigung, das barocke Residenzschloss, hier nochmal der Parzellierungsplan. Diese Schlossanlage hat eine große Geschichte, auch in Verbindung mit dem Naturraum natürlich, muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. Den sehen Sie hier im Mont Plaisir draußen und einer wahnsinnig attraktiven
im großen Boulevard und natürlich dem Landschaftsraum an der Oder. Das Ganze ist stark angegriffen worden oder stark beschädigt worden, sagen wir lieber in 1945, weil die russische Armee natürlich eine der Oderbrücken benutzen musste und hat relativ starke Bombardements oder Zerstörungen hinterlassen. Dann wird Schwedt zum Standort für die große Petroindustrie und in dem Zusammenhang wird das Schloss abgerissen, ein Palast, ein Kulturpalast könnte man sagen, wird an dessen Stelle gebaut. Die Altstadt wird teilweise wieder aufgebaut, vor allen Dingen für die neuen Anwohner wird ein neues Quartier geschaffen in unterschiedlichen Phasen. Hier in den 50er, Ende 50er, Anfang 60 von Selman, sieht man hier unten nochmal den Namen, und natürlich von Paulik, die spätere Phase, die schon sehr viel funktionalistischer im Stadtzentrum ist. Und wenn wir jetzt noch einen Satz zum letzten Plan und zum großen, schönen Schwedt-Plan sagen darf, hier sieht man natürlich die Oder, hier sehen Sie die Wiedererstellung oder die Rekonstruktion des Stadtkerns, aber auch eine Aussage, dass wir um das Schloss in irgendeiner Weise wieder gewinnen wollen, unter Beibehaltung natürlich des Kulturpalastes, unter Neuinterpretierung bzw. Ausbau der Achse und entsprechend auch eine neue Interpretation zum Thema des sozialistischen Städtebaus. Also diese drei Modelle, Gründungsstadt, Barockstadt und sozialistische Moderne, sind eigentlich die drei in Verbindung natürlich mit der Oder, die beiden drei Potenziale, die uns hier fasziniert haben. Und die Verlegung der Bahn habe ich jetzt nur am Bande gestreift. Die ist aber sehr wichtig, nämlich dass sie nicht mehr über Angermünde nach Stettin fährt, sondern vor allen Dingen über Schwedt dann natürlich nach Stettin fährt, an der Oder lang und vor allen Dingen für Schwedt eine ganz neue Anbindung an Berlin oder an den Großraum Berlin schaffen wird. So, jetzt bin ich etwas zu lang geworden, aber ich hoffe, ich habe es alles soweit darstellen können. Frau Nöfer, habe ich das noch halbwegs im Zeitrahmen? Ja, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viele Fragen wir haben, aber ich danke Ihnen sehr, dass Sie das so verkürzt haben. Es ist ja unglaublich umfangreich. Auch die historischen Pläne, also die Befassung mit historischen Plänen, sehe ich ja zum ersten Mal. Ich kenne diese Entwürfe nur von den quasi Unterlagen, die auf der Website zu finden sind und von der Berichterstattung darüber. Aber diese Auseinandersetzung über die Geschichte ist natürlich ganz entscheidend, damit wir nicht im luftleeren Raum operieren. Wir haben eine fantastische Geschichte hier. Wie kann man denn die Geschichte bewahren und gleichzeitig für eine Zukunft planen, die eigentlich nicht absehbar ist? Also wie schafft man quasi, das voranzuschreiten in eine unbekannte Zukunft? Man muss ja auch mit einberechnen, dass wir nicht wissen, ob wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Also diese E-Scooter werden es vielleicht nicht sein. Ganz wagemutige Ideen setzen sich manchmal auch nicht durch. Und gleichzeitig nicht im Vergangenen zu verharren, sozusagen das wiederherzustellen, da gibt es ja auch Widerstrebungen. Ja, aber vielleicht, bevor Herr Scheuermann was über die Mobilitätsperspektiven sagt, denke ich, ist ja jede Planung in dieser Kategorie, das war ja auch in dem vorgängigen Wettbewerb nicht anders, eine gewisse Art von Annäherung, Plausibilisierungsversuch. Ich will nicht sagen Spekulation. Es ist natürlich indirekt auch eine Spekulation. Man nimmt bestimmte Dinge, wie sie sich entwickelt haben. Man kann sie nicht einfach linear hochrechnen. Man braucht natürlich vor allen Dingen eine Idee. Und die Idee im Grunde genommen schon auf dem Tisch, damit ist der Siedlungsstaat. Der ja auch wiederum, da trifft sich natürlich die Mobilitätsdebatte, letztlich entstanden ist durch die Eisenbahnlinien, die großen Generatoren im Ende des 19., frühen 20. Jahrhunderts waren. Und der Autoverkehr hat eigentlich perspektivisch eine nachrangige Bedeutung. Aber Rudi, da will ich jetzt, vielleicht hast du noch eine kluge Weissagungsfähigkeit. Also ich würde einfach nochmal eine andere Perspektive reinbringen wollen. Wir haben den Namen Landschaft Stadt ja deshalb gewählt, weil wir auch sehen, was mit Berlin passiert. Berlin wächst im Moment, verstädtert zunehmend, wird in die Höhe gedrückt und es führt dazu, dass einfach auch die Immobilienpreise in der Stadt sich entsprechend in eine Richtung entwickeln, die sich kaum noch jemand leisten kann. Und das Ziel war natürlich zu sagen, um eine Landflucht und eine Stadtentwicklung, die immer dichter und höher wird, zu vermeiden und um Immobilienpreise bezahlbar zu halten in der Innenstadt,
und aber auch um Immobilienentwicklung in den Randbereichen beziehungsweise in diesem dritten Außenring zu entwickeln, ist es sinnvoll zu zeigen, wie die Klammer zwischen Innenstadt und Außenrandlage so geschlossen werden kann, dass man innerhalb einer Stunde von außen in der Innenstadt ist, aber auch von der Innenstadt außen ist. Das ermöglicht, dass Leute von außen arbeiten und punktuell in die Stadt kommen, aber auch, dass Firmen sich außen ansiedeln können und auf kurzem Weg in die Stadt kommen können. Insofern ist der Ring als Ring nicht so wichtig, sondern immer als Schluss zwischen den Radialen. Das heißt, man wird immer irgendwo zwischen zwei Radialen, die in der Stadt einsteigen, zur nächsten Radialen fahren und dann von da aus geradlinig ins Stadtzentrum. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand den ganzen Ring irgendwie abfährt, wird gar nicht, ist gar nicht unbedingt im Fokus der Betrachtung. Aber über diese Art und Weise schaffen wir es tatsächlich, dann einfach die Immobilienwerte außen zu entwickeln, die Städte wieder zu beleben und eben auch jüngeren Generationen eine Perspektive zu bieten, nicht in der Innenstadt zu leben, sondern tatsächlich in der Peripherie zu leben und trotzdem stadtnah zu sein. Aber wichtig sind ja in dem Zusammenhang auch die grünen Arme, weil die grünen Arme, nennen wir sie jetzt mal grüne Arme oder die Finger. Wirtschaftsarme. Sind ja das große Erbstück, was wir schon haben. Und vielleicht hat Maren Barkowitsch noch was dazu sagen, weil die sind ja der eigentliche komplementäre Hauptakteur des Wachstumsmodells. Ja, die Klimaschleusen eigentlich auch. Ne? Das sind die Klimaschleusen, wo Frischluftschneisen quasi von außen bis in die Innenstadt reinreichen. Aber jetzt ein Satz dazu. Also ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass Berlin ist eine Stadt, die sich immer über die Fläche definiert hat. Und heute spüren wir das ja genau, wenn wir am Tempelhofer Feld sind, wie entscheidend das ist, dass wir eben große zusammenhängende Freiräume haben, die dann eben auch Kaltluftentstehungsgebiete sind. Und das Entscheidende hier ist eben, dass sich das Berlin eben nicht einfach nur radial weiterentwickelt, sondern dass wir wirklich einfach diese Freiräume in die Stadt möglichst weit hineinziehen. Das heißt, große Flächen auch schaffen und zusammenhängende Landschaftsräume schaffen und nicht eine Parzellierung und Verkleinerung dieser Bereiche haben. Und ich denke, das ist die große Stärke dieses Entwurfs, dass es auf der einen Seite Wachstum gibt, aber dass es auch eine klare Antwort dazu gibt, eben wie dieser Landschaftsraum geschützt zusammengehalten werden kann und letztlich natürlich auch, wie so eine Stadt wie Berlin in der Zukunft gekühlt werden kann, weil ohne diese Kühlungsräume werden wir europäische Städte haben, in denen wir einfach 2060 nicht mehr leben können, ob nun Paris durchgesetzt wird, das Klimaabkommen oder nicht. Also wir müssen dafür eine Antwort haben. Dieser Entwurf nimmt da eine ganz klare Position ein. Und das war auch mit ein Grund, warum wir zum Beispiel gesagt haben, dass der Bahnring nicht auf einem Damm laufen soll, sondern dass er aufgeständert sein soll, dass die Landschaft darunter auch frei durchlaufen kann, ohne quasi unterbrochen zu sein, auch für die Tierwelt nicht unterbrochen zu werden. Auch für die Luftströmung nicht unter. Auch für die Luftströmung nicht, genau. Vielleicht muss man noch einen Satz sagen zu den unterschiedlichen Grüntönen, die Sie in dem Plan sehen. Vielleicht, Maren, kannst du noch was dazu sagen? Das Stichwort Kulturlandschaft, also zwischen Agrar- und Kulturlandschaft, wird ja da auch noch ein Stück weit unterschieden. Das ist ja. Also ich denke, wir haben ja im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb sehr stark eben einfach auch geschaut, was haben wir dort für Flächen, wie sind sie genutzt, sind es private, sind es Flächen in öffentlicher Hand und natürlich auch die Fragestellung, wir sehen es in den dunklen Flächen, dass es natürlich sich teilweise auch um große zusammenhängende Waldgebiete handelt, die natürlich auch wiederum entscheidend sind, eben dann für die Kaltluftentstehung. Und wichtig ist eben wirklich auch zu schauen, wie durchsetzbar ist so ein Projekt, weil wir brauchen natürlich, wir haben insbesondere mit privaten Räumen, haben sehr viele Akteure dort und es ist wichtig, um solche zusammenhängenden Flächen erreichen zu können, dass wir natürlich möglichst eben die Akteure zusammenbringen können und dann auch zusammenhängende Räume schaffen können. Wenn ich vielleicht einen letzten Satz sagen kann, es gibt noch ein Thema, ein wichtiges Thema, das nicht so vorgekommen ist, und das ist die brandenburgische Perspektive. Also ich habe auch namentlich teilweise Brandenburger in der Gruppe vertreten als
mit der Kollegin Alvers und Brackebusch als Professorin in Potsdam. Also wir haben versucht, einmal bei der Arbeit an diesem Plan nicht nur eine Berlin-zentrierte Perspektive zu adoptieren, sondern auch viel stärker eine brandenburgische zu übernehmen. Und diese brandenburgische Perspektive spielt eine wichtige Rolle, einerseits in der Verstärkung der Zentren in Brandenburg. Also dieses Zusammenwachsen bedeutet, dass nicht nur Berlin wächst, sondern auch die brandenburgische Mittelzentren Potenziale haben, um ein Wachstum der Bevölkerung und auch um neue Knoten für Handels- und Mobilität zu konstruieren. Und andererseits ist natürlich die Landschaft, die eine zentrale Rolle spielt. Also Brandenburg ist immer als grüne Lunge für Berlin gewesen und muss auch in die Zukunft die Potenziale der Wälder, der Seen, nicht nur in eine nachhaltige Perspektive, sondern teilweise auch in eine touristische Perspektive verstärkt werden. Und diese Komplementarität zwischen Berlin und Brandenburg war auch ein zentrales Thema, also nicht eine Abhängigkeit, sondern eine Komplementarität der beiden Welten.